Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Diablo 3 Reaper of Souls, der Kreuzritter. Ja, beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben. Eigentlich hatten wir auch Tyrael dabei, der hat sich aber mittlerweile schon ein bisschen verschnüllt. Und wir müssen hier über diese schöne Brücke drüber und möglichst viele Gegner killen. Ich wollte eigentlich den Schwierigkeitsgrad hochsetzen, ne? War da nicht was? Ja, machen wir in der nächsten Folge. Ne, momentan die Folgen auch sowieso sehr zeitnah auf, daher ist das nicht das Problem. So viel am Stück wird hier gar nicht aufgenommen. Da gehen wir mal raus. Einfach weil wir es können. Ja, und dann rennen wir wieder rein. Einfach weil wir es können. Ne, und muss ich echt dran denken. Schreibt es mir irgendwie in die Kommentare oder so. Ich muss da ein bisschen mehr meine Gedanken beisammen halten. Sind ja auch so viele, ey. So, jetzt. Ende. Was denn? Achso, ich bin hier unten drauf gekommen. Alles klar. Ich habe mich schon gewundert. Ja, immer schön den gelben Pfeil nach. Ja, die paar Leichen nehmen wir noch mit. Zack, zack, zack. Das heißt paar. Das sind doch ein paar viele. Und viel Gold, Gold, glitzeriges Gold, immer wieder. Und hier haben wir den Hauptmann. Hauptmann Hale. Hey, den haben wir doch, mit dem haben wir doch schon mal gesprochen. Ihr seid weit von euren Truppen entfernt, Hauptmann. Alle meine Jungs sind tot. Und ich habe vor, diese Bastarde leiden zu lassen für das, was sie getan haben. Toll. Helft ihr mir? Hier kommen sie! Ja, dann. Ja, sowieso. Immer wieder macht sie wieder. Pfui. Geh weg. Du kriegst einen Himmelsfuhrer ins Gesicht. Du komisches Ding. Ja, also ich muss sagen, der Himmelsfuhrer, von dem bin ich tatsächlich begeistert. Das ist besser als dieses Springen. Und Molzen und Schellenwarte. Machen wir lieber schnell kaputt, bevor der hier irgendwas Doofes ansteht. Nein, Hauptmann! Okay, der hält das aus. Finde ich okay. Gut, sie sind alle tot und wir nicht. Das würde ich einen Sieg nennen, hä? Ich werde diese Brücke halten. Geht weiter. Ihr habt den Kopf eines Dämonenfürsten auf einer Pike aufzuspielen. Ja, ich habe extra eine neue Pike mitgenommen. Und ein Level-Up. Sehr schön. Ich habe extra eine neue Pike mitgenommen. Natürlich ist das der legendäre Speer, den wir letztens gefunden hatten, bloß ein bisschen umgewandelt. Da habe ich mich ein bisschen dran gesetzt, dass wir den noch nutzen können. Wenn wir ihn schon haben, dann nutzen wir den auch. So, ein Level-Up gab's. Aber, was gab's Neues? Was für eine Phalanx? Nein, provozieren. Na, das nützt uns hier nicht viel. Ein Richturteil? Eisenhaut? Nee. Das für den Himmelsfuhr. Oh. Hier gibt's aber was. Blitze werden durch Heilige gemacht. Verstärkt. Jawohl. Waffenschaden als Heiligschaden. Nehmen wir mit. Zusätzlich. Immer. Immer, immer, immer. Ansonsten ist hier nichts Neues, ne? Oh. Na gut. Wenigstens haben wir den Himmelsfuhrer. Schön. Ich habe auch den Helm ausgeblendet. Einfach, weil ich es kann. Da oben ist ein Schatzgoblin. Dann hauen wir jetzt erstmal ein bisschen Himmelsfuhrer auf den Kopf. Und dann hat er ganz viele Sachen gedroppt. War nichts Schönes. Egal. Und dann machen wir hier noch ein paar Viecher kaputt. Dankeschön. Du auch. Geht doch. So. Immer wieder Himmelsfuhrer auf dem Kopf. Das ist zum Engagen, um den Kampf einzuleiten. Auf jeden Fall immer eine sehr schöne Lösung. Steht da hinten noch was? Nö. Nichts Besonderes. Hier. Nichts Besonderes. Na gut, weiter müssen wir. Wir haben es auch verdient, auf den Kopf zu kriegen. Erstmal mit Bogenschützen hier. Bam, 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 bam. Macht sie alle kaputt. Oh, das ist aber nett, dass der nicht zu sich ranzieht. Kann ich den viel besser kaputt machen. Mehr Zorn. Der Zorn aus dem Meer.
Immer wie dick geschürt oder wie. Temer erzogen. So. Das läuft aber trotzdem noch sehr, sehr flüssig. Freut mich. Also, was ich jetzt nicht unbedingt will, ist durch den erhöhten Schwierigkeitsgrad unser Vorankommen wirklich stark beeinträchtigen. Das wäre eher suboptimal. Weil wir wollen ja schon ein bisschen was zeigen hier. Nicht nur von dem Spiel, sondern auch, was der Kreuzritter so kann. Und dazu müssen wir natürlich in Level aufsteigen, wenn wir keine Gegner kaputt kriegen. Weil wir da eine halbe Stunde an einem Gegner sitzen, naja, das bringt's ja dann irgendwo auch nicht. Ne? Meine Meinung. Also ich glaube nicht, dass ihr hier die ganze Zeit sehen wollt, wie wir auf einem und denselben Heinseln rumklatschen. Da dann doch lieber kaputt, so dass man mal sieht, was die können. Oh nein, der Joker. Tja, der kommt da raus, aus dem Brückenlager. Ich würde sagen, dann gucken wir doch mal da rein. Juhu. Diese Kreatur muss sterben. Ja, Gegner? Hallo? Mache ich dir überhaupt Schaden? Interessieren die sich überhaupt für mein Spielchen hier? Ja, dann, doch, tun sie. Der Himmelsfuhrer regelt schon. Lattenharnisch. Naja, wer will denn sowas? Nee. Nee. Komm, hier, Himmelsfuhrer, zack. Und nicht alles einzeln. Okay, da war nicht so viel drin. Da war auch nichts drin. Ich würde sagen, wir gucken elegant weiter in Richtung Pfeil. Weil diese Brücke ist ziemlich, ziemlich lang. Also, oi. Eine mächtig große Brücke. Das war nicht so ein kleiner Bachübergang oder so. So eine Seebrücke. Eine Flussbrücke von einem Fluss, der nicht breiter als, was weiß ich, Wohnhaus ist. Kommt immer aufs Wohnhaus an. Naja. Aber. Ey, wo kommen die immer wieder her? So, erstmal hier den Teleporter aktivieren. Und wir wollen weiter. Weiter. Ja, das ist gut. Ich sag ja so, dadurch, dass ich die Folgen jetzt immer so produziere und wir auch den Schwierigkeitsgrad erhöht haben, kann man die Folgen dann doch schon mal ein bisschen länger machen, oder? Oder nicht? Heute wird es wahrscheinlich passen, ne? Wenn jetzt hier schon das Ende dieser Brücke ist. Wir gucken einfach mal und entscheiden aus dem Bauch heraus. Achso, sein Schwert. Ja. Was hast du getan, Tyrael? Oh, guck mal, so ein Dicker. Hatte ich nicht irgendwie mal gesagt, gegen so einen müssen wir bestimmt mal kämpfen? Na, gucke. Boah, ist der hässlich. Tyrael, mach mal. Los, Bogenschützen. Nein! Stirb! Hat Tyrael gut gemacht. Ha! Hätte ich mir schwerer vorgestellt. Neues Wissen gibt's dazu. Er gehört zu den begehrtesten Streitern der Dämonenfürsten, da er dank seiner enormen Größe und Stärke jede Schlacht zu ihren Gunsten wenden kann. Ich wünschte, ich wüsste mehr über ihn, aber leider sind alle, die ihn bisher zu Gesicht bekommen haben, tot. Tja, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir nicht tot sind. Und Adria hat was zu sagen. Ich komme mit dringenden Neuigkeiten. Lea hatte eine weitere Vision. Eine Vision von verzerrten dämonischen Türmen und riesigen, widerlichen Herzen, die in ihrem Inneren schlagen. Ich weiß von ihnen. Das sind die Sündenherzen. Asmodan muss sie aus den Tiefen seines Reiches hervorgeholt haben, um seine Legionen zu stärken. Dann werde ich sowohl seinen Herzen als auch seinen Legionen einstellen.
Einheit gebieten. Das klingt nach einem Plan. Das bedeutet, ich verschwinde einfach. Frech. Das bedeutet, wir durchqueren den Ariad-Krater und finden den Turm der Verdammten. Ja, das klingt nach einem Plan. Obwohl ich gerade gesagt habe, wir machen länger, bin ich jetzt einfach so fies, weil sich die Situation, also weil sich das jetzt hier echt anbietet, als Cliffhanger. Und beende die Folge jetzt einfach hier schon. Ich weiß, ich bin voll fies, aber dafür gibt es ja auch täglich eine Folge. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Diablo 3, Rip of Souls, der Kreuzritter. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.